Ah, Age of Empires. Das war damals eine Sensation, das Spiel. Also, ich hab's nie gemacht. Besonders im Multiplayer nicht. Doch, das war das letzte Echtzeitstrategiespiel, das ich freiwillig aus eigenen Stücken und wie im Rausch durchgespielt habe. Ja. Aber ich erinnere mich an Stunden, ja fast tagelang im Multiplayer-Schlachten. Also mich hat das Age of Empires nie wirklich interessiert, weil das Szenario so antike, das war nicht meins. Wenn man das 8 Jahre lang im Lateinunterricht sich anhören muss, wie da Römer gegen irgendwen anders gekämpft haben, dann will man das nicht auch noch zu Hause machen. Und mir hat es nie gefallen, dass das eine Kampagne hat, die einfach keine gescheite Geschichte erzählen kann. Sondern es ist halt nur so Historienschmumpf und das hast du doch überall. Da hat mir das mit Warcraft, mit den tollen Helden und den Orks und Elfen mir viel besser gefallen. Wir reden hier von 1997. Ich meine, da hatten das war Leute, bei Warcraft 2 schon das besser. Das war gerade kurz, also ich meine, das war kurz nach der Erfindung des Wasserklos. Was erwartest du denn? Aber so ein gruseliges, nettes Spiel. Und die KI? Die KI, also das war zum ersten Mal, dass ich in einem Spiel das Gefühl hatte, dass die KI einigermaßen intelligent ist. Das ist natürlich ein Hohn aus heutiger Sicht. Die Schummel, aber man baut da Stadtmauern und der Gegner geht da tatsächlich drum rum. Tolle Markierung, blau, rot, ne? Wusste man sofort, was man gute, hörte. Gute Farben, ja. Grüner Boden. auch blaues Wasser. Auch schöne Animationen, eigentlich theoretisch, wenn man die Augen zumacht. Ach komm. Aber nee, jetzt echt nicht. Armored Fist 2. Das ist eine Panzersimulation, Petra. Spielen wir sowas? Nein, das ist ja eigentlich keine echte Simulation. Das ist ja eigentlich eine als Simulation getarntes Actionspiel. Kann man es vielleicht auf ein Panzerrumfahr- und Schießspiel einigen? Das trifft gut. Ziemlich genau. Also, dieses Panzerrumfahr- und Schießspiel ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja, an mir auch, weil man halt mit dem Panzer rumfahren musste. Das hat Voxel gesagt. Das ist Voxel gesagt. Jetzt haben wir alles gesagt, was wir zu diesem Spiel noch wissen, nach all den Jahren. Ja, man fährt da so einen Panzer. Armored Fist heißt ja Panzerfaust, wenn man so will. Aber das ist doch schon das Einzige, was ich mit dem Spiel wirklich verbinden kann. Aber gibt es Sinn, wenn man selbst mit einem Panzer durch die Gegend fährt, ein Spiel Armored Fist zu nennen? Irgendwie unlogisch. Und das sind Voxellandschaften. Oh ja. Ja. Ist Nova Logic, oder? Ja, ich kann nicht verstehen, dass heute keiner Voxellandschaften mehr macht, wo die doch so hässlich waren. Aber es war ein tolles Spiel damals. Ja, meine Damen und Herren, über das Spiel können wir Ihnen nicht so wahnsinnig viel sagen, aber über die Grafik. Es waren 80er, nee, 84 sogar. Hat es bekommen als Wertung. Steht hier auf dem Zettel, den kein Mensch sehen kann, weil ich ihn auf den Boden gelegt habe. Da, wo ich immer unauffällig hingucke. Das schneiden wir raus. Das ist von Nova Logic, 84. Panzer. Panzer. Das ist mein all-time favorite. Könnte sagen, mit Sicherheit unter den in der Liste der von GameStar am meisten unterschätzten Spiele. Das ist damals von uns so unter Ferne liefen, irgendwo hinten im Rollenspielteil gelaufen, hat kein Mensch dran geglaubt hier. Und jetzt ist es einer, zu Recht einer der größten Rollenspielklassiker aller Zeiten. Fallout. Ja. Ja, was? Ja, Das ist legendär, das ist eines der großartigsten. Nukula, ich mag's auch nicht. Nukula! Ich mag's auch nicht. Nukula. Weil ich also ich weiß ja nicht, ob man sagen darf. Das ist jetzt wahrscheinlich eine blasphemische Äußerung vor dem Herrn, aber... Ich glaube, ich sag genau dasselbe. Sag's. Ich habe Fallout nie gespielt. Ich auch nicht. Und das war der Anfang des Spiels. Ja. So war die Demo vor allen Dingen, wo man nur Ratten töten konnte. Und ich dachte nach der Demo eine Sekunde lang, das ist ja mal ein blödes Spiel. Ja, und dann wurde es noch so gut. Ja. Ganz, vor allen Dingen, es war rundenbasiert, ja? Ich meine, das war so, oh, eine Ratte. Tap, tap, oh, scheiße, keine Bewegungspunkte mehr. Was mache ich jetzt? Ah, nee, danke, also bitte, nee. Aber wenn du das anschaust, wie der so Ratten zerhaut, so wirklich aufregend, war das, glaube ich, gar nicht. Das will ich auch in einem Rollenspiel nicht mehr machen. Also irgendwo am Anfang Ratten zerhauen, das hat mich auch in Oblivion ziemlich gestört. Nukula, Nukula. Ein bisschen sperrig, ein bisschen umständlich, so richtig Oldschool-Rollenspielmäßig mit Rundenkämpfen und Hexfeldern und sowas. Aber ach, wie wunderschön. Aber es ist so intelligent und man konnte es auch wirklich viele verschiedene Arten lösen. Klick, klick. Sag's. Klick, klick. Aber es ist bestimmt ganz toll und ich glaube, ich ziehe es mir jetzt demnächst mal auch aus dem Archiv raus und spiele das mal. Das ist hier, wo wir gerade bei hässlich sind. Rendern. Ja, das war eine Zeit lang modern, dieser Look. So mit, wir machen mal das so wie im Zeichentrickfilm. Ja, Außerirdische. Außerirdische, und zwar Floyd? Ja, Floyd. Fluid. Ja. Fluid, ja. Es ist schön gerendert und die deutschen Stimmen sind echt fantastisch. Also es war damals eines der wenigen Spiele, die in der deutschen Version besser sind als in der englischen, weil sie so clever die Stimmen gewählt haben. Und der Rest ist Schmutz. Ich kann dieses Spiel nicht leiden. Das ist ein bisschen lustig. Nein. Doch, es haben Leute gelacht beim Spielen, habe ich gehört. Ach, Floyd, das hat mir im Gegensatz zu Christian wahnsinnig gut gefallen, weil das irgendwie... Christian, gefällt dir nicht gut?
Nein, Christian gefällt das Spiel nicht gut, aber ich mag es, weil das halt so ein abgedrehtes Szenario ist. Darauf stehe ich ja in Adventures total und mir hat auch der Humor total gefallen. Und die Grafik, ne? Soll ja also für Leute, die schon mal echte Sachen in Bewegung gesehen haben, sieht das jetzt dann vielleicht doch nicht so. Echte Aliens in Bewegung gesehen haben. Richtig, ja, Aliens sehen ja ganz anders aus. Das müssen wir ja auch aus. Weißt du, warum mich Floyd übrigens damals auch nicht interessiert hat? Weil ich den Hauptcharakter in keinster Weise ansprechen konnte. Ja, ist doof, ne? So ein grünes Ding will halt keiner spielen. Da spielt lieber ein Hund und ein Hasen. Ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der diese Figur gruselig findet. Ich finde die Augen total gruselig. Der hat so Augen wie eine Spinne. Okay. Also die sind so schwarz und so klumpert und da sind keine Pupillen drin. Die sind völlig ausdruckslos. Ich finde den gruselig. Aber guck ihn doch an, der guckt doch so niedlich. Den möchte man doch gleich streichen. Der guckt eklig. Den willst du aufnehmen und ins Klo schmeißen und runterspülen. Der Deinheit war großartig. Sagen Leute. Ja, sagen sie zu Recht. Sagen auch ganz viele Leute. Guck mal, wie das geil ist. Zum Beispiel, wenn unser Action-Experte Fabian nachher noch kommt. Ach, der wird da Geschichten dazu erzählen. Ach, Jedi Knight, so toll, so toll. Ich bin ein riesen Star-Wars-Fan und kann mich ja irgendwie immer nur in Ego-Shooter so richtig reinversetzen. Als es dann einen Star-Wars-Ego-Shooter gab, Mai, habe ich gejubelt. Ja, vor allem, weil das Spiel jetzt echt geschafft hat, durch die Musik und die ganzen Original-Soundeffekte in die Atmosphäre von dem Film so wahnsinnig gut rüberzubringen. Fantastisches Spiel. Ja, das ist halt diese Star-Wars-Problematik, ne? Ja, das ist die Star-Wars-Problematik. Nein, ich bin ja Star-Wars-Fan und ich fand das damals großartig. Jeder, der im Wasser läuft. Aber es gibt kein Spiel, wo ich so viel gecheatet habe wie bei Jedi Knight, weil ich immer diese ganzen Machtkräfte eben haben wollte. Ach, so einer bist du also. Man kann sich ja alles angucken, aber Ego-Shooter von vor 10 Jahren gehen halt nicht mehr, finde ich. Doch, das geht nicht. Man erkennt auch kaum noch, wie sie mal waren. Man muss die Grafik transzendieren quasi und dahinter gucken. Deshalb einfach Raccoon King eingeben und du hast alle Mächte auf Anschlag gehabt. Den Jedis und du konntest ein Lichtschwert benutzen zum ersten Mal. Lichtschwertkämpfe aus der Ego-Perspektive. Ja. Und so Zeug. Ja. Toll. Ja. Einfach nur toll. Ja. Auch wie niedlich. Ja, auch eines der Art Spiele, die nicht überdauert haben. Leider. Was auch immer dieses Spiel auf dem PC gemacht hat, weil man merkt eben so deutlich an, dass es von der PlayStation kommt. Und das war auch nett zu steuern auf der PlayStation, so mit dem Controller und so. Und irgendwie auf dem PC war das alles ein bisschen mühsamer. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Das Schöne war ja damals, wir mussten diesen ganzen Cup bisher noch nicht spielen, ja, weil wir ja Redakteure noch nicht waren und waren halt nur Konsumenten. Das hatte schon seine Vorteile. Richtig, ja, da kann man nämlich auch mal sagen, nee, jetzt nee. Das sieht ja so ein bisschen aus wie Pirates auf Speed. Das ist so die Art Spiel, die man total gerne und stundenlang in der Demo-Version spielt, aber Geld dafür ausgeben? Ne. Sieht mir allerdings für die Mittagspause so für 5 Minuten eigentlich ganz lustig aus, auch heute noch, auch wenn das jetzt 10 Jahre alt ist. Ja, nee, da gehe ich in der Mittagspause lieber essen. So, geht's hier nahtlos weiter quasi unter Wasser. Wasser, genau. Das habe ich gespielt. Tatsächlich, das war eins der ersten Spiele, die ich gespielt habe bei GameStar. Das war nämlich ein paar Jahre nach diesen Bildern hier. Da habe ich nämlich den Budget-Test dazu gemacht. Mhm. Und das war irgendwie ganz nett. Unterwasserspiele sind mal so überhaupt nicht meins. Ich habe selbst mit Aquanox irgendwie nichts anfangen können. Das spielt ja in einer miniaturisierten Welt. Also mit diesem Schiff, das sehen wir, glaube ich, nachher auch noch, schleppt man dann Münzen durch die Gegend. Genau, man ist nämlich ganz klein. So eine Wichtelwelt. Ich fand, ehrlich gesagt, das Szenario, was ja so ganz witzig ist, so kleine Menschen, die in kleinen U-Booten so unter uns leben, fand ich dann so ein bisschen missglückt, weil die irgendwie zu groß waren. Mhm. Dieses U-Boot sollte, glaube ich, irgendwie 12 Zentimeter groß sein oder so. Und sowas würde ich ja merken, wenn ich in Baggersee gehe. Jedes. Nein, Zentimeter kleine Wesen, die unter dem Meeresboden leben. Da klaut er eine Pizza oder was? Das ist wahrscheinlich eine Münze oder so. Ach so. Kommst du bald mal an? Ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel. Boah, hat er das Hardware-Anforderungen. Ruckel, ruckel, ruckel. Der Fisch ist so aufwendig. Das fantastische, großartige, niemals getoppte Tomb Raider 2. Gott, hab ich dieses Spiel rauf und runter Wie gespielt. Ich glaube, nach offizieller GameStar-Meinung war der zweite der beste Teil, der je gemacht wurde. Ja, und da deckt sich die offizielle GameStar-Meinung mit der Wahrheit. Ach, schön. Wahrscheinlich eins der Spiele, die ich am meisten durchgespielt habe. Das kann ich heute noch in- und auswendig.
Petra wird da sicher nachher auch in Nostalgie zerfließen und in langen Sätzen davon erzählen, wie wunderbar dieses Spiel ist. Der Clou an diesem Kram war halt, dass man auch hinterher mit einem Motorboot, in der richtigen... Also ich bin ja gerne ein Mann. Ich pinkle ja gerne im Stehen und ich sage gerne meinen Freunden, wenn ihnen die Hose nicht steht, deshalb will ich keine Frau spielen. Oder nee, die schwimmenden Inseln heißt es, glaube ich. Und da gibt es eine Sprungsequenz, wo man über... Bäh, da hast du echt mal eines der größten Spiele aller Zeiten verpasst. Gerade Teil 2, das ist ja wirklich... Bäh, bis ich das gerafft habe, dass ich mich im Sprung strecken musste, ja, bin ich, glaube ich, 10.000 Mal in diese... Vom Rätseldesign, vom Leveldesign, es war abwechslungsreich, actionreich, man hatte Fahrzeuge, Internet oder sowas, und er hat dann Kumpel befragt, und weil der das auch gespielt hat, und der meinte dann so, du musst dich da strecken, Huhn, und ich so, okay. Ich höre jetzt auf zu erzählen. Und du bist eine Frau. Ja, aber das ist doch, du kannst konsequent einer Frau ständig auf den Hintern gucken, ich meine, hallo? Und tada, war ich endlich weiter. Und da bin ich grau und alt drüber geworden und dann bei GameStar gelandet. So ist die Geschichte.